Hallöchen zusammen, wir spielen wieder eine Runde Kit, das Denk- und Puzzlespielchen. Wir haben in der letzten Folge hier bei Level 60 die Zähne ausgebissen, weil hier sehr viele Fallen drin sind. Und hier muss man wirklich in der richtigen Reihenfolge die Schalter betätigen, sonst fliegt hier immer gleich irgendwo eine Bombe hoch. Da habe ich jetzt offline eine ganze Ecke probiert, bis ich das jetzt mal endlich rausgefunden hatte. Also, zuerst muss man einmal hier rüber, um zu verhindern, wenn hier der Strom gleich einmal weggeschaltet wird, dass die Bombe hier gleich in die Luft fliegt. Das ist Nummer 1. Dann kann man als zweiten Schritt kann man diesen Schalter betätigen, damit dieser Speicherchip schon mal mit Strom versorgt ist, damit wir hier zu dem ersten Ziel schon mal hinkommen. Dann müssen wir einmal diesen Schalter betätigen, um den Störsender zu aktivieren. Dann schalten wir diesen Schalter gleich nochmal, um den Flipflop hier auszuschalten. Dann gehen wir jetzt einmal hier rüber, weil wir ja hier noch Strom hinkriegen müssen. Dann schalten wir hier oben einmal den Strom, damit der hier ausgeht. So. Dadurch ist dieser Sender aktiv geworden und dann ist der Empfänger hier an und der Strom hier. Dann haben wir dieses Ziel schon mal aktiviert. Und nun brauchen wir nur noch das Ziel hier unten. Und ihr seht ja schon, hier ist schon Strom drauf. Bei der Gleichkomponente. Jetzt müssen wir nur noch hier rüber. Zack und fertig. Also man musste wirklich in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Sonst ging das nicht. Da machen wir jetzt munter weiter bei Level 61. Das jetzt wieder Bliant. So, schauen wir erstmal. Wir haben hier zwei Batterien. Bei der ersten Batterie ist so eine Zeitschaltuhr, der schaltet ständig an und aus. Drei Flipflops in Reihe geschaltet. Dann gehen hier immer Strom immer an aus. Immer so alle, ja, keine Ahnung, 2 Sekunden, 3 Sekunden. So, dann haben wir Schalter, Schalter, Schalter. So, 6 Schalter. Dann haben wir hier einen Knopf, hier eine Sperre. Eine Bombe haben wir. Und hier ein Ziel und da ein Ziel. Hier müssen wir also hin mit einer Und-Komponente und hier müssen wir hin mit einer Gleichkomponente. Also entweder beide an oder beide aus. Hier kommen wir mit einem Empfänger. Sobald der Sender hier ist, schaltet der dann immer. So eine XOR-Komponente. Hier eine Nicht-Komponente. Hier noch ein Button. So, dann müssen wir jetzt mal ganz genau gucken, wo hier eine Falle ist. Also wir dürfen hier Gleichheit.
So, wenn wir hier Strom drauf geben, je, also jetzt, dann wird der Strom hier weitergeleitet. Dann ist es gleich, dann ist Feierabend. Das heißt, wenn wir den Strom hier drauf geben und hier ist eine, also ja genau, wir haben hier eine Und-Komponente und hier mit einem Button. Also erst wenn wir hier den Button drücken, würde der hier weitergehen. Okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen einmal hier hin. Das geht über diesem. Dann entweder nach links, dann kriegt er ja sofort Strom, oder über einen Button, wo wir ihn dann später sagen. Jetzt Strom. Ja, was macht das eigentlich für einen Sinn, ob hier ein Button ist oder nicht? Der wird so oder so hier zur Und-Komponente geleitet. Dann geht wurscht, dann können wir den auch so stellen. So, hier ist ein Sender. So, wenn wir den Strom hier drauf geben würden, den so freigeben, dann sendet der sofort. So, jetzt habe ich mal einmal kurz Strom drauf gegeben. Jetzt ist der Flip-Flop an. Jetzt haben wir hier ständig Strom. Bis der Flip-Flop mal wieder Strom bekommt, dann geht er aus. Jetzt haben wir den Sender aktiviert. Jetzt ist der hier oben angegangen. Dann ist der umgeschaltet. So, wenn wir den jetzt wieder ausmachen, geht der aus. Der geht aus. Die können wir jetzt also separat steuern. Aber dann geht hier die Bombe hoch, weil da oben ja noch dieser Flip, oder? Oder war das nicht Flip-Flop? Ach ne, der macht ja auch noch ständig Strom. Genau, das war die Falle hier. Machen wir nochmal so. Der gibt ja auch ständig Strom. So, das heißt, wenn wir jetzt den Sender wieder ausmachen. Müssen wir hier Strom drauf haben. So, wir können ja mal so machen. Dann machen wir mal so. Dann machen wir so. Wenn wir jetzt den Button drücken, sobald hier Strom drauf kommt, geht der Strom hier weiter. Dann geht er hier hoch. Dann sind beide aktiv. Dann geht der aus. Dann geht die Bombe aber wieder hoch. ja. Jetzt haben wir hier nur eine Bombe und die geht hoch. Das ist eine ganz fiese Komponente hier mit Gleichheit. Damit die nicht hochgeht, muss immer nur eine von den beiden an sein. Wenn beide an sind oder beide aus, ist hier auch schon wieder Feierabend. Eieieiei. Das ist auch wieder extrem fies. Ja, die Levels werden immer komplizierter. Da muss man immer schon 5 Schritte im Voraus gucken.
Müssen wir den Sender überhaupt mal aktivieren? So, hier oben müssen wir, glaube ich, überhaupt gar nicht hin. Höchstens hier bei Gleichheit. Vielleicht müssen die zum Schluss beide aus sein. Vielleicht. Dann muss der natürlich rüber. Irgendwann mal. Das können wir erstmal lassen. Das heißt, den lassen wir. Aber wir müssen... Wir schalten jetzt erstmal hier unten. Machen wir mal so, dass der hier mit Strom versorgt ist. Jetzt brauchen wir... Hier bei der Und-Komponente Strom. Das können wir über den Button jetzt hier jederzeit Strom geben. Wir müssen aber auch jetzt hier Strom bekommen einmal. Das heißt, wir müssen den schalten. Also den müssen wir rüber. Damit wir hier weiterhin Strom haben. So, wenn wir den schalten, ist Sender an. Dann geht der wieder an. Dann geht der rüber. Dann hat der hier Strom. Und der geht an. Dann geht der aus. Dann haben wir hier schon mal kein Problem mit der Bombe. So, jetzt hätten wir hier oben beide aus. Das Ziel ist aktiv. Jetzt brauchen wir nur noch hier. Hier haben wir ja schon Strom drauf. Jetzt müssen wir nur noch hier. So, wenn wir den jetzt rüber machen. Und jetzt, sobald hier jetzt Strom drauf ist, einmal den Button drücken, dann ist die Und-Komponente... leitet den Strom dann weiter. Dann würde die zwar hier Strom drauf geben und wir haben das Ziel, aber der geht ja auch hier hin. Dann ist der nicht mehr aktiv, dann geht der aus und dann fliegt die Bombe hier in die Luft. So kurz vorm Ziel. So kurz vorm Ziel. Jetzt denkt man, man muss nur auf den Button drücken, aber dann ist wieder alles zu spät. So, wenn wir den Sender ausmachen, den hier. Dann würde der nicht mehr empfangen. Dann geht der aus. Der geht dafür an. Der geht zwar auch aus, aber der bleibt aktiv. Das heißt... dass hier dann wieder die Bombe hochfliegt. Wie kriegen wir den jetzt aus? Oder beziehungsweise, wenn wir die beiden Eingänge aktiv haben, wie kriegen wir den aktiv?
Das ist wieder so fies hier. Haben wir den, glaube ich, wieder zu früh aktiviert. Wenn wir jetzt hier erst nochmal hier Strom drauf geben würden. So. Jetzt ist erstmal der Sender daueraktiv. Jetzt geht der erstmal nicht mehr aus. Der geht ja dann auch nicht aus. Das ist die fiese Komponente hier. Es muss immer einer von den beiden aktiv sein. Das ist hier die Falle. Das wäre sonst ganz einfach. Mann, Mann, Mann. So, den kriegen wir erst wieder hier rüber, wenn wir einmal ausgemacht haben. Und dann wieder an. Wenn wir den aber ausmachen wollen, geht der hier auch aus. So, hier Strom dran, hier Strom. Dann haben wir hier aber auch Strom. Wir müssen also mit einem Schritt die Sender ausmachen und gleichzeitig müssen wir hier rauf, damit dieser Strom ausgeht. So, wie kriegen wir beide Sender aus? Mit einem Schritt und gleichzeitig den Strom hier drauf. Wir haben ja hier den Button. Den müssen wir auf jeden Fall drücken. Das geht, glaube ich, gar nicht. Wahrscheinlich muss man den ziemlich zum Schluss machen. Oh Mann, ist das fies, ey. Wenn wir jetzt den hier so schalten, fliegt die Bombe hoch, oder? So, jetzt ist der Sender aus. Wenn wir den machen... Wie gesagt, dann geht der hier an und dann ist Feierabend. Oder müssen wir hier im richtigen Moment etwas machen? Zum Beispiel, wenn Strom aus ist, dass wir hier einen Schalter betätigen. Dann passiert da noch nichts. Und dann, sobald Strom ist, den drücken. Aber das wäre ja ratzfatz sein hier. Mal sehen, wenn wir den Schalter jetzt schalten, sobald hier der Strom hier weg ist für den kurzen Moment, dann würde hier der Flip-Flop einmal mit Strom versorgt werden, dann geht der aus, dann geht der hier aus, dann geht der Sender aus, der ist ja schon aus, dann gehen die Empfänger beide aus, gleichzeitig geht der hier aus, dann geht der hier an. Dann kommt hier der Strom. Ja, vielleicht geht das sogar.
könnte klappen. Wenn wir jetzt diesen Schalter machen, wenn hier gerade aus ist, und dann sofort den Button drücken. Versuche ich jetzt mal. So, aus und Button. Jawoll! Alter Schwede! Das ist raffiniert. Hui! Doch noch geschafft. Wenigstens eine Mission diesmal. Und bei Level 62 machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Man sieht hier schon wieder mit einem kleinen Schloss zum Knacken. Ja, ich freue mich schon drauf und würde mich auch freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.